Herzlich willkommen zum fünften großen Fehler von Gründern. Und dieser Fehler lautet, dass die Gründer noch nicht gelernt haben, das Lernen zu lernen. Was bedeutet das? Die meisten Menschen, die in unserem Breitengrad in Europa zur Schule gehen, die zur Universität gehen, die werden gezwungen, durch Lernpläne und durch Prüfungsandrohungen einen bestimmten Stoff zu lernen. Ob dieser Stoff tatsächlich zielführend ist oder dich oder mich tatsächlich überzeugt, sodass wir motiviert sind und alles geben, nun, das sei dahingestellt. Tatsache ist aber, wenn du dein Unternehmen gründest, wirst du in den nächsten Jahren viele Fähigkeiten brauchen, viele Kenntnisse brauchen. Nicht nur Finanzbuchhaltung oder Datenschutzrecht oder wie du mit Menschen verkaufend tätig bist oder psychologische Gesetze anwendest. Entscheidend ist, dass du schnellstmöglich die Fähigkeiten lernst, die du gerade auch brauchst. Fähigkeiten zu erlernen ist also vergleichbar wie mit dem Installieren von Software auf deinem Computer. Die Wahrscheinlichkeit ist gering, dass du jetzt auf deinem PC, auf deiner mentalen Festplatte alles installiert hast, was du die nächsten 10 Jahre brauchst. Es kann sogar sein, dass du Wissen erst noch erschaffen musst, weil du vielleicht in einer neuen Branche mit neuen Technologien unterwegs bist. Also hier heißt es nicht nur zu lernen, sondern das Wissen zu suchen, zu erschaffen, um es dann zu lernen, zu installieren und zu multiplizieren in deinem Team. Du brauchst also eine Reihe von neuen Fähigkeiten, wahrscheinlich 10, vielleicht 100 oder 1000 kleine Software-Module. Und die kannst du nicht einfach installieren wie beim Computer, sondern du brauchst die Fähigkeit des Lernens. Deshalb ist der größte Fehler, wenn du es nicht gelernt hast, zu lernen. Wenn du es nicht dir bewusst gemacht hast, dass dein Gehirn alles lernen kann, was du beispielsweise lernen willst und ein anderer Mensch schon gelernt hat. Also achte darauf, dass du einen Lern- und Entwicklungsplan für dich selbst machst, dass du die Zeit dafür nimmst. Ein Budget dafür einplanst, die richtigen Menschen suchst, die richtigen Quellen für deine Ressourcen, das Know-how suchst und dass du das erworbene Wissen auch nicht verfallen lässt, sondern regelmäßig aktivierst und pflegst. Denn sonst baut es sich genauso ab wie dein Bizeps, der nicht mehr ins Fitnessstudio geht. Wenn du dabei Unterstützung brauchst, kannst du auch hier Gebrauch machen von einem kostenfreien Erstgespräch. Ansonsten sehen wir uns morgen zum 6. Teil von der Serie Die 12 größten Fehler von Gründern.